Hallo, meine Fotzi-Bärchen und ping erstmal. Ja, bei mir war es enttäuschend. Ja, aber beim Hövels pöppt einfach scheiße. Ja, ping. Hallo, Mädels. So, wir machen heute einen Plattenschnack mit dem weltbesten Poetry Slammer aus dem Ruhrgebiet. Michael Göre, einen Applaus bitte an den guten Herrn. Ja. Hier verirren sich in letzter Zeit immer mehr Leute in meine bescheidene Behausung, um da in der Plattenwand zu kramen. Aber bevor wir das machen, nochmal einen kleinen Schnack irgendwie. Was machst du jetzt eigentlich, wo du nicht vorlesen kannst? Also so vor Menschen. Ich lese vor Kameras vor. Das ist nicht so entertained, wenn man das selber passiv macht. Aber naja, irgendwie muss man ja was machen. Weil ist ja auch mein Broterwerb, ich habe ja sonst keinen Job. Und ansonsten halt ja ein neues Buch schreiben, Hörbuch aufnehmen und so weiter. Also es macht alles nicht so viel Spaß, als wenn da Leute sitzen und einen mit Bierbechern bewerfen, aber. Oder auch vielleicht mal lachen. Ja, oder auch mal lachen. Also soll bei mir auch schon mal vorgekommen sein, vor allem bei den traurigen Texten. Man wurschtelt sich so durch. Ne? Aber es ist, ich bin eigentlich Bühnenpoet, ich bin Livepoet, ich mache 150 Dinger normalerweise im Jahr. Das ist viel. Das ist einiges. Ne? Also ich sitze eigentlich die Hälfte des Jahres im Zug und jetzt seit einem Jahr nicht. Also ist schon komisch. Da saß er ja zumindest mal heute einmal im Zug. um hier hinzukommen, wo er kein Geld für kriegt. Das ist ja super. Aber immerhin haben wir Bier. Immerhin. Ja, ist übrigens auch die 10. Folge. Ein kleines Jubiläum. Ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Wir haben heute den 23.04.2021. Den Tag des Buches und des Bieres. Ja, also für mich auf jeden Fall ein super Tag. Für dich ja doppelt. Ja, ist mein höchster Feiertag des Jahres. Ja, dann dachte ich mir, hier mal im Plattenregal rumwühlen. Stimmt, das kann man machen. Also auf den Tag des Bieres und des Buches. Worüber man sagen muss, also ich finde den Begriff halt so, dann so ein bisschen, es ist der Tag des deutschen Bieres, wegen des Reinheitsgebotes. Es gibt auch noch einen internationalen Tag des Bieres, da vergesse ich immer, welches Datum das ist. Ach, ist heute auch das Reinheitsgebot entstanden? Ich glaube ja, das ist das ist der Anlass für den Tag des deutschen Bieres. Wann war es? 1500? Das war 520 Jahre oder was ist das jetzt alt? Oder 510? Irgendwann war das 500-Jährige. 1586 oder was? Ich trinke nur Bier, das ist genau wie mit den Masters-Figuren, ne? Da sagen die Leute immer, ja, du musst doch wissen, aus welcher Wave das war und wann das rauskam. Ich so, nö, ich hab damit gespielt. So. Benutzen. Ja. Bier und Masters-Figuren benutzen. Und auch Bücher. Obwohl, nee, Bücher benutzen? Doch. Also ich bin da auch sehr, sehr unzimperlich. Echt? Bist du auch so einer, der das hasst, wenn Leute dann so umknicken? Nee, Quatsch. Soll doch jeder mit seinem Buch umgehen, wie er will. Also ich kann natürlich verstehen, wenn jemand das ganz ordentlich behalten will und so. Aber ich selber, ich bin ja wie gesagt viel im Zug unterwegs und da leiden Bücher natürlich auch, wenn man mal eins mitnimmt. Ich habe da aber nichts bei. Ich finde das sogar ziemlich geil, wenn ich in meinem Regal ein Buch lese, was zerlesen ist, dann weiß ich einfach, ja, das ist ein Lieblingsbuch von mir. Ich habe es oft rausgenommen, ich habe es oft gelesen. Früher, als ich noch eine Badewanne hatte, bin ich sehr oft dann in der Badewanne beim Lesen eingeschlafen. Deswegen so bei ganz vielen Büchern und vor allen Dingen Rokat-Zeitschriften, bei mir unten so ein welliger Rand ist, immer so eingetunkt, plüm und dann wach geworden. Aber dann ist das ja ungefähr genauso wie mit Platten, ne? Weil Platten, die man oft gehört hat, knistern ein bisschen, die sind halt durchgehört. Die haben Leben. Ja, die haben Leben. Das ist ein gutes Stichwort. Du kannst direkt eigentlich losziehen und die erst ziehen hier. Ja, ne? Du kennst das Konzept, dem muss ich das nicht erklären. Ich hab das schon mal gesehen. Super. Jetzt müsste man so eine alte Spielshow-Musik einblenden. Ja, dann kriege ich wieder GEMA-Probleme. So, was hast du? Aha, etwas, was ich überhaupt nicht kenne. Oh, da bin ich gespannt. Aber es ist ein Berg drauf, das ist schon mal gut. Ich glaube, es soll das Matterhorn sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Berg drauf, jetzt bin ich gespannt. Wie bist du mal rüber hier? Und zwar haben wir hier Hamblestormer oder wie das heißt? Himmelbestormer. Ich kann das immer nicht aussprechen. Der Himmel, der Dremel. Ja, Warnrekords. Mal wieder. Auch schön hier. Zum schönen. Ist natürlich geil, dass ich als erstes eine Platte raussuche, die mir überhaupt nichts sagt. So, ja, das geht vielen so. Das geht vielen so. Bis jetzt bei allen Folgen dachte ich so, ja, kenne ich. Ah, okay. Aber ja, das war natürlich klar. Aber es ist schön, das ist ein total dickes Ding hier.
Ja, das ist halt Warnrekords. Ne? Warnrekords macht immer sehr hochwertiges Material. So, hier auch. Mit schwarzer Vinyl. Ja, habe ich mir wo gekauft? Bei Idiot Records. Oh, war eine Empfehlung vom Major. Ne? Ich gehe da ja öfter mal rein und dann weiß ich nicht, dann habe ich so ein Budget und denke mir, oh, ich möchte mir gerne Heavy Metal mitnehmen. Und dann sage ich mal, spiel mal einfach was vor. Und der Major, der findet immer was. Ja, Hebelpistole. Ja, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug schätzen. So Leute in dem Plattenladen, die wirklich Ahnung haben. Ja, also die haben. Und wo man halt hingehen kann und sich auch einfach mal was empfehlen lassen kann. Die leben das ja. Du, die Zeit kenne ich ja auch noch. Ich bin ja alt. Also, ne, ja, ja, und dann haben die das ja auch da und dann legen die das ja auch rein. Also du kannst ja auch dann live reinhören, wenn du weiter guckst, dein Bierchen dabei trinkst. Ja, oder man kann, ja, kommt in den Laden seines Vertrauens rein und wird schon gesagt, so, ich habe was Neues für dich. Ja, das ist einfach schön. Das kann Amazon nicht. Nee, das wird auch nie ein Online-Versandhaus können. Und auch eure scheiß Spotify-Vorschlag-Kacke ist. Komm, bevor ich mich jetzt wieder in Rage rede, ey. Funktioniert überhaupt nicht. Der alte Mann, der für den das jetzt alles zu schnell wird, heutzutage. Der geht schon wieder los. Die Jeopardy-Musik oder so. Ja, aber dann wirst du weggeclaimt wegen GEMA. Ah ja, dann kommt wieder das. Oh, oh. Ja. Da, das ist ein gefährliches Fach. Ja. Da, zieh ruhig, zieh ruhig. Was hat er jetzt? Oh, das kennst du aber. Das kennst du. Das kennt er. Ein Soundtrack. Das kennt er, ja, ein Soundtrack. Hatten wir ja auch noch gar nicht hier in der Sendung. The Walking Dead. Volume 1. Songs oder? Ja, Songs, ne? Ja, es sind Songs. Also ist einmal das Thema immer drauf. Dieses. Sehr hübsches. Ja, es ist nur. Motiv hinten drauf. Es ist nur die letzte Verarsche. Das muss ich mir tatsächlich im Internet bestellen, weil das kann man nicht mehr anders kaufen. Ja, ist es aber die letzte Verarsche. Das ist schön aufgemacht. Das ist auch total toll, wenn man hier reinguckt. Ne? Es ist überhaupt witzig, dass es von so einem Mainstream-Thema inzwischen wieder Vinyl gibt. Ja, weil die Leute halt auf Vinyl stehen. Ne? Du hast hier ein schönes Clubcover etc. Ist hübsch aufgemacht. Spielzeit 25 Minuten. Beide Seiten. Okay. Das ist eine Frechheit. Das ist so eine EP. Da sind 8 Songs drauf. Mit hier Lauflänge 1,57. Ja gut, da geht mal einer 5 Minuten, aber der nächste wieder nur 2 Minuten. Ja, das ist, ja. Aber da sind ein paar schöne Sachen drauf. Hier, You Are The Wilderness von Vauxhall Broadcast. Das ist zum Beispiel total geil. Bist du Walking Dead Gucker? Ja. Ja, guck ich schon, aber ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin bei den Comics weiter als bei der Serie. Ich bin auch so ein Typ, ich habe zu Hause keine Netflix oder irgendwelche Streaming-Dinger, weil ich arm bin und auch keinen Bock drauf habe, weil ich sonst wirklich die ganze Zeit vom Fernseher hänge oder beziehungsweise vom Laptop. Und deswegen kaufe ich noch ganz klassisch immer auf DVD. Ja, und die Walking Dead Boxen sind halt sehr teuer. Echt? Also die bleiben lange hochpreisig. Also es gibt ja so Serien, nach einem halben Jahr sind die auf 10 Euro bis 8 Euro sogar nur runtergesetzt und so. Oder du kriegst halt beim Second Hand oder sowas für schmales Geld, 5 Euro oder sowas. Und die Walking Dead Sachen, die bleiben lange sehr teuer. Also deswegen habe ich jetzt nur die ersten 2 Staffeln. Und mich schreckt das auch so ein bisschen ab. A, erstmal diese 1000 Nebenserien, die noch dann neue Plätze aufmachen. Und einfach die schiere Masse. Und dass mir ganz viele schon gesagt haben, deren Urteil ich auch so vertraue. So, ja, der Staffel wird es echt langweilig und es wiederholt sich alles so. Da gibt es sehr viele Sachen, die ziehen sich einfach so. Wo ich mir denke, wäre die Folge jetzt notwendig gewesen? Weil das bringt irgendwie nichts voran. Und so. Ich meine, das Konzept ist ja witzig, weil es ist ja den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst, dass der Typ, wie heißt er nochmal, Robert Kirkman, der das erfunden hat, er hat halt gesagt, er will eine Soap-Opera machen. Er plant kein Ende. Er will einfach diesen Comic immer weitermachen. Es ist halt nur eine Soap-Opera in der Welt von Zombies. Aber es ist jetzt vorbei, oder nicht? Die Serie geht jetzt zu Ende. Und nee, aber die Comics doch auch. Waren den Staaten nicht immer letztens, jetzt kommt der letzte Band raus? Da fragst du mich ein bisschen zu viel, weil ich bin in letzter Zeit, was so Comics angeht, nicht so auf dem Laufenden. Ich hab's nicht mehr so ganz verfolgt, aber ich meine, da klingelt irgendwas. Dass er das aber egal, irgendwann wird sowas zu Ende sein, aber er hat halt nie irgendwie jetzt so ein episches Ende geplant oder eine Auflösung, sondern einfach gesagt, ja, das läuft halt fortwährend. Mir geht's um die Charaktere, die Konfrontation mit den lebenden Toten.
Aber irgendwie einen epischen Rahmen oder sowas gibt's nicht. Ja, wie willst du sowas auch zu Ende führen? Also, du könntest es höchstens zu Ende führen, alle sterben. Alle sterben? Also, oder es gibt irgendwie eine Lösung für das Untotenproblem. Ja, das ist ja unwahrscheinlicher, ne? Also, naja. Wie würdet ihr es enden lassen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ne? Wo wir jetzt da. Alle tot. Alle tot. Also, das ist für mich immer die ultimative Lösung. Wenn einem nichts mehr einfällt bei so einer Sache, dann sterben halt alle Protagonisten und jeder sagt: Nein! Boah, Planet explodiert. Entschuldigung. Ja, wäre auch gut gewesen, ne? Oder es macht eine Mondkolonie. Also ich. Zusammen mit den Mondnazis. Die kommen runter in den Flugscheiben, holen die ab und dann. Genau. Ja. Dann, weil so Untote, die sind ja, auch so ein bisschen Untermenschen. Zombie-Nazis on the Moon. So, das sehe ich schon wieder bei, wie heißt es nochmal? Wie heißt die nochmal? Asylum. Mhm. Ne, die machen sehr schöne Filme. Kann ich euch empfehlen. Nazis at the Center of the Earth. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein großartiger Scheißfilm, wo man alle 5 Minuten nur so da sitzt. Und sich totlacht. Und es gibt, weiß nicht, ob man das wieder sagen darf, dann wird es wieder geclaimt, ein Aha-Mecker-Roboter, der am Ende losstampft und der bekämpft wird. Okay. Ja. Ja, ich habe vor einem halben oder dreiviertel Jahr habe ich mir dann Iron Sky 2 geholt und war tiefst enttäuscht. Ja. Weil das war einfach so gewollt trashig, das hat keinen Spaß gemacht. Ja, genau, dieses gewollt. Der erste war halt geil, das war so ein Wurf, so, ne, das war halt auch alles aber hier, wie heißt das nochmal, wenn man Geld sammelt? Crowdfunding. Ja, gut, dass ich nichts mit Sprache mache. Und das war halt eine Sache mit Seele und das war geil, aber Iron Sky 2 war halt so. Ja. Nee. Man hat gemerkt, die wollten trashig sein. Die wollten das so sehr, dass sie eigentlich daran gescheitert sind. Ja. Also, ja. Auch Trash muss man können. Ja, das ist. Tipp übrigens, falls du den noch nicht gesehen hast: Big Ass Spider. Super. Der ist geil. Finde ich großartig. Das ist auch eine Empfehlung. Ich habe Arachnophobie wie Hölle und den Film fand aber ich geil. Aber Big Ass Spider ist super. Der ist richtig witzig. Also das habe ich auch viel gelacht. Jo. So, Platte 3 jetzt. Platte 3. 5 machen wir, ne? 5 machen wir, ja. Aber in den Kartons sind 7 Inches, oder? Ja, aber wir machen LPs. Wir machen... Och Mann. Du kannst doch... Warum nicht? Komm, also, es ist ja alles erlaubt hier. Eine Seven. Es ist ja alles erlaubt. Ich sehe jetzt bestimmt total vorteilhaft aus. Platte ist Platte. Arsch so rausstecken. Er durchbricht einfach mal das Konzept. Es ist die 10. Ausgabe. Da muss man auch einfach mal... Verrückte neue Sachen. Ja, da muss man auch einfach mal mit alten Konventionen brechen. So, was hast du da? Ich sehe es an Holy Grave, ne? Ja, das hast du sehr gut erkannt. Ist das eine Split? 5 Euro. 5 Euro habe ich dafür bezahlt, ja. Nee, das ist doch The Matt Treasures... Mit Unholy Grave sieht's auf so einer ein bisschen punkig Single. Aus. Ja, das ist in der Tat meine Lieblings-Grindcore-Band mit aus Japan. Ja, im Grind-Business bin ich ja nicht so drin. Ne? Und wenn man Grindcore aus Japan sagt, dann kann sich der eine oder andere schon denken, dass das nicht so normal ist. Die Japaner neigen da ja immer ein bisschen zu... Ja, anders daran zu gehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, Unholy Grave, ja. Schön, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die Matt Treasures-Seite habe ich mir nie angehört, weil ich mir immer nur wegen Unholy Grave alles kaufe. Aber das hören wir dann ja auch. Machen wir gleich mal. Ne? Dann hören wir uns mal die Matt Treasures Unholy Grave 7 Inch für 5 Mark. 5 Euro waren es bestimmt, ne? Könnte auch noch 5 Mark gewesen sein. Guck mal hier, wenn man hier guckt. Aber der, ne? müsste der doch schon total verkippt sein. Ja, ist ja noch. Ja, stimmt. Ja. Man weiß es nicht. Okay. Ich bin ja eher so der CD-Typ. Und so meine alten CDs, da kommen dann, wenn ich die aus dem Regal ziehe, dann kommen meistens immer so ein Preisschild runtergebrustet. Mm-hmm. Dann weiß man, dass man die schon lange hat. Diese beige-braunen, die dann so runterbröckeln. So, ja. Okay, das stimmt. Hm. Frage, was ist dein Lieblings-Vinyl-Format? Die LP oder 7-Inch oder 10-Inch? Das hat sich in den Jahren tatsächlich gewandelt, weil als ich noch super viel Grindcore gehört habe, du hast jetzt auch gerade aus der Grindcore-Kiste rausgezogen, fand ich dieses 7-Inch-Format perfekt, weil Grindcore schnell muss am Punkt kommen, da reicht so eine 7-Inch um mal... Vor allem, ne? Kann man da auch 3 Songs auf eine Seite packen. Ja, ich glaube, da sind sogar noch mehr drauf. Gucken wir mal, wie viele Songs da sind. Bestimmt hier bei oder nicht? Nee, 3. Boah, doch, ich bin so gut. Hat er richtig erkannt? 3 Songs.
Dafür, dass ich ein Scheiß an Ahnung von Grind habe, war das jetzt eine Punktlandung. Da können wir mal 3 oder 5 draufpacken, je nachdem. Das war natürlich alles geskriptet, alles geskriptet. Und dann passte das einfach so schön. Und das kann man schön verstauen, auch noch in seinem Kinderzimmer, ne? Da hat man nicht so viel Platz. Dann packt man das in so Boxen rein. Und irgendwann habe ich halt die LP für mich entdeckt. Also, die habe ich auch vorher schon entdeckt, weil ich habe ja immer Platten gehört. Aber da hatte man dann mehr Platz zum Sammeln. Aber in meiner Grindcore-Phase, in der Ultra-Grindcore-Phase, habe ich echt nur Grindcore 7 Inches gekauft. Weißt du noch, was so eine allererste Singles war? Ja, weiß ich. Habe ich letztens noch eine Kamera gehalten. Müsste gewesen sein im Plattenschnack Nummer 8. Den es jetzt aktuell noch gar nicht gibt, wenn wir aufnehmen. Wenn wir aufnehmen, gibt es noch nicht. Wenn ihr das guckt, gibt es den aber schon. Das ist so eine Meta-Ebene. Zeit. Das ist so Meta. Ist besser als bei Star Trek. Ich weiß nicht, ob es die erste war, aber es ist die erste, also eine von den ersten, die ich heute noch habe. Das ist die Pink Floyd. Another Brick in the Wall Part 2. Das ist, das spricht für sehr guten Geschmack. Bei mir war es, weiß ich noch, da haben wir meine Tante in Gießen besucht und dann sind wir in irgendein größeres Geschäft gegangen und da gab es damals ja noch Plattenabteilung und mein Vater meinte, ich dürfte mir 2 Singles aussuchen und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich haben wollte und bin dann nach den Covern gegangen und das war Sandra Hi 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 und Tiffany I Think We're Alone Now, weil ich die beide heiß fand. Ich wollte gerade sagen, das hast du doch wegen bestimmter Argumente genommen. Ich war als 8-Jähriger schon irgendwie ein bisschen daneben. Ja, aber genauso habe ich mir Platten ja auch damals ausgesucht. Ne? Andere Kinder haben ein Überraschungsei gekriegt, wenn sie mit Mama einkaufen gegangen sind. Meine Mama hat dann so, nicht bei jedem Einkauf, aber manchmal gesagt so, ja komm, nimm dir wieder einen mit. Und ich habe dann auf irgendein Plattencover gezeichnet. Da war unter anderem auch Another Brick in the Wall Part 2 bei. Da war aber auch der Ententanz bei. Also das gab's auch. Kindheitserinnerung, Another Brick in the Wall, die sind irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das im deutschen Fernsehen war oder ob das nur im deutschen Fernsehen gezeigt worden ist, ein Fernsehauftritt von dem Song und dann stand im Hintergrund der Kinderchor mit so schwarzen Kuckucks-Clan-Masken und ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich das gesehen habe, 7 oder sowas, das hat mich so massiv verstört. Das, ja, und auch. Aber dieser Song ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen und irgendwann hatten wir mal in der Schule, in der 5. Klasse, glaube ich, so sollte jeder was mitbringen und vorstellen und dann, es war so Vertretungsunterricht, dann haben wir über die Texte geredet, anstatt über die Musik und dann hat jemand das mitgebracht und ich so, was ist das? Ich will das haben und es ist einer der größten Songs aller Zeiten. Ich finde die ganzen Pink Floyd Sachen, finde, also habe ich auch da, alles steht da alles nicht. Aber man weiß es ja nicht, was jetzt die Nummer 4. Vierte ist, man weiß es nicht, man kann es nur erahnen und da zieht er schon wieder los. Wir machen es spannend. Er schwankt immer zwischen extrem und soft. Jetzt hat er so ein Mittelding. Also da hat er was, das kennt er. Das findet wir er gut. Wir raisen das Sword. Oh ja, jetzt gibt's wieder jetzt. Burg, Pferd, Schwert. Oh, aber sowas von. Ja. Oh, sehr schön. Schon gesehen, schöne Platte. Against Evil. Also wenn man der Truhen-Fraktion anhängt, dann kann man das definitiv empfehlen. Da kann man überhaupt nichts falsch machen. Wobei, die Platte kenne ich, glaube ich, gar nicht. All Hail to the King, hier noch schön. Aber Against Evil, doch. Against Evil, aber aus Indien. Ja, ihr glaubt, in Indien geht kein Heavy Metal, dann belehren euch die Jungs eines viel, 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 viel besseren. Das ist ein großartiges Album. Danke auch nochmal. Oh, guck mal hier. Ach, ja, guck mal hier. Signiert, genau. Signiert. Ja, To Gore Minister with Love. Oh, ist das nicht schön? Ja. Extra von du bist den, so ein Hippie. Von den Jungs. Ja, ich bin im Herzen echt. Und nummeriert und limitiert. Einer der letzten, 326 von 350. Ja, Doc Gator Records. Das ist eine total interessante Geschichte, weil die haben so einen Heavy Metal Club auch und die haben die gehört, also hier in Deutschland, und fanden das so geil, dass sie das unbedingt veröffentlichen wollten und haben die Jungs dann direkt auf Deutschland-Tour und der ganze Heavy Metal Club auf eigene Kosten. Also die Jungs haben sich nicht bezahlt, sondern dieser Heavy Metal Club hat zusammengeworfen, irgendwie rare Platten verkauft. Gibt es auf YouTube auch eine sehr schöne kleine Doku drüber. Super, und das ja. ist sehr, sehr, also da ist man, da geht einem einfach das Herz auf. Also wenn man wieder sieht, wie so eine Szene zusammenhält, wie so ein Club sich dann zusammentut, um eine Band mal nach Deutschland zu holen, einfach weil sie live sehen wollen. Vor allem aus Indien. Und dafür eine unfassbare Arbeit und Kosten auf sich nehmen, einfach weil sie Bock drauf haben und weil sie es machen möchten.
Und sich dann auch so Tour-Shirts und Pullover für alle drucken und so weiter. Also das sucht doch mal bei YouTube nach, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Es ist sehr herzerwärmend und dann hat man auch wieder Bock, so Teil dieser vielbeschworenen Family zu sein, die natürlich nicht mehr die Family ist, das kennen wir ja alle. Aber in diesem Moment, ist es einfach wieder so. Und ich habe ja auch, war es auf dem Nord- oder auf dem Turok? Ich schmeiße es immer durcheinander. Ja, 2019 haben die da gespielt. Mhm. Das war ja auch noch so eine Station von denen, ne? Wenn die schon mal hier sind, dann durften die auf dem Turok oder Nord, ich schlag mich bitte nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Ich schmeiße es durften die dann da spielen und das war für die natürlich ein ultimatives Erlebnis und das Geile ist, im Publikum alle so Against Evil nie gehört. Logisch. Da kannte kein Schwein. Aber ich habe so richtig gesehen, wo die gespielt haben, wie einer nach dem anderen so I get into it und dann... Ja, die können auch was. Ja, die sind super. Also auch nette Jungs. Habe ich auch Interview mitgemacht. Klasse. Total super. Hätten eigentlich letztes Jahr auf dem Eisenfest spielen sollen in Schwelm. Tete. Und ich hatte mich schon gefreut und habe mir gedacht, so, ach komm, im November ist das Ganze hier vorbei, also 2020, weit gefehlt. Sie belieben zu scherzen. Ja. Aber wir sehen uns wieder, Jungs. Wenn ihr das seht und auch nicht versteht, wir sehen uns wieder. Namaste so. Oder so, keine Ahnung. Namaste, ja, das ist einzige. Einfach kein einziges Wort hier. Das ist das Einzige, was ich auch. Ja. Aber ich, also, um jetzt auch mal ein bisschen Werbung für mich zu machen, ich habe ja auch einen Kanal, TV Jungs Musik, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, gerne mal reinschauen und abonniert. Und da hatte ich ja auch überlegt, ob ich mal so eine Rubrik mache, und also werde ich wahrscheinlich auch, aber es ist halt viel Recherche, so Heavy Metal Weltreise, dass man sich Länder vornimmt und da dann so 10 Tipps für Bands zusammensucht. Ja, da hast du Indien schon. Weil auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es halt in vielen Ländern echt eine aktive Szene. So. Alter, da gibt es richtig kranke Jungs. Und die sind halt wirklich sehr dedicated. Teilweise vieles ist halt sehr nachgeahmt, also den großen Bands nachgeahmt und so, aber da sind auch echte Perlen bei. Und es ist halt schade, wenn man immer nur vor der eigenen Haustür rumsucht oder so. Also da draußen gibt es viele, viele geile Bands. Man entdeckt total viele. Und vor allen Dingen das Lustige ist, die afrikanische Heavy-Metal-Szene ist in Teilen echt noch wie in den 80ern irgendwie. Die laufen da rum. Das wie, ist total wie, schräg. Das ist mega schräg, aber total witzig und mit ihrem zusammengeklöppelten Equipment und sowas. Aber die bringen dann richtig. Also es gibt Death Metal Bands aus Afrika, die ich richtig feier und wo ich dann sehe, wo haben die denn gespielt? Ja, das wäre bei uns vielleicht eine Schrebergartenhütte. Ja, sicher. So, also finde ich super. Also das ist halt auch wirklich auch Hingabe einfach, weil die gegen Widerstände ankämpfen, wo wir null Ahnung von haben. Und unser Einzel wichst sich da einen ab, weil er mit seinem sehr einfachen, einfach zu kriegenden und zu bezahlenden Equipment da irgendwas macht. Und die müssen halt jahrelang irgendwie auf einen Verstärker sparen und den auch noch selber zusammenschrauben, wissen dann nicht mal, ob sie Strom dafür haben. Und das ist einfach eine Hingabe, die nötigst mir tiefsten Respekt so. Auch einfach. Ja, ja, mir auch. Und da ist man sieht so diesen unbändigen Willen. So dieses, ich will das jetzt machen, und es ist mir scheißegal, was alle anderen, ich ziehe das jetzt durch, ich mache meinen Stiefel. Und das ist ja auch das, worum es im Heavy Metal. Ja, worum es im Metal geht. Ja, irgendwie so, ja. So, letzte Platte, ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Ja, nu, da ist er schon wieder so, jetzt hier, fünfte und letzte Platte, er macht wieder den Dance-Move. Könnt ihr so einfach mal eine CD rausnehmen? Nein, ja, das wäre schade. Ein paar CDs haben wir auch wohl hier im Laden. Aber das sind alles CDs, die es halt nicht auf Platte gibt. Oh, was hat er jetzt gezogen? Oh, Unip. Ach, Unip. Ich dachte erst, das wäre ein sehr unleserlicher Schriftzug, aber auf den zweiten Blick merkt man, nö. Nee, es ist einfach nur... Unip. Ja. Ja. Ein sehr schlichtes Cover. Unip. Das ist... Obwohl, den Namen habe ich euch schon mal gehört. Wie soll ich das beschreiben? Das ist... Indie-Rock... Aber, da habe ich beim bösen A bestellt. Mm. Die hatten so eine Aktion. Das macht man nicht. Nein, das macht man eigentlich überhaupt nicht. Aber das mache ich auch nicht mehr. Aber die hatten so eine Aktion, irgendwie, weiß ich nicht, 5 Platten für 50 Euro. Mm. So, und da war die und ich wollte unbedingt Line of Fire den Song haben und dachte mir, komm, na, nimm mal mit, ne? Weil den Song, den hört ihr, das ist ganz witzig. Kennst du diese so Reportagen, die dann auf RTL laufen und hast du nicht gesehen? Oder ZDF? Du hast RTL gesagt, da war ich raus. Ach so.
Garage entfernt. I've got brain. Und dann nehmen die manchmal irgendwelche, denken die, unbekannte Bands, um ihre Berichte da zu unterlegen und sowas. Und da lief dieser Song mal irgendwann und ich habe dann Shazamt und dachte mir so, Unit, nie gehört. Und habe das dann auch so gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich das aber wieder gesehen und dachte mir so, ach komm, den Song fandst du so geil, nimm mal mit. Und das ist eine fantastische, eine sehr, sehr ruhige, eine sehr schöne Platte. Ja, es ist kein Metal, ist auch kein Death Metal oder sowas, obwohl es so ein bisschen Black Metal mäßig aussieht. Im ersten Moment dachte ich nämlich auch, das ist so, verdammt, wie heißt diese hipsterige Band nochmal? Fisch. Neval. Nicht Urfaust, die andere, die wo alle, tausend Leute Shirts von tragen, von denen wahrscheinlich nur einer das überhaupt hört. Diese so Stacheldraht. Ich komm nicht raus. Es ist jetzt mega peinlich. Auf jeden Fall. Dachte ich erst, das wäre das. Diese Band, kann man sich anhören, wenn man mal. Das ist so sonntags Auskatermusik. Mhm. Ja, das beschreibt es ganz gut. Aber wir hören es uns ja jetzt mal direkt an, ne? Das, was der Michael hier nicht kennt. Wo ich jetzt auch noch ein Geschichtchen teilen muss, ist, erstmal, du hast ja gerade gesagt, ne, schön Shazam, und dann weiß man, was das ist. Shazam ist eine der nützlichsten Apps, die jemals entwickelt worden ist. Definitiv. Da sind wir nämlich wieder beim Plattenladen. Früher war das ja immer ein bisschen schwieriger. Kennen Sie den Song? Da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte, nämlich auch in einer Dokumentation, die damals, keine Ahnung, auf dem ZDF lief. Und da surften Leute und dann lief halt ein sehr geiler, rockiger Song. Mein Vater so, boah, das ist ein geiler Song, den muss ich unbedingt haben. Summte das mit, um sich das zu memorisieren. Weil man konnte ja auch nirgendwo nachrecherchieren. Heutzutage kannst du ja bei jeder Doku auch nachgucken, was ist im Soundtrack drin. Ja. In irgendeinem Nerdforum wird das aufgelistet. Und wir sind dann am nächsten Tag im Plattenladen und mein Vater so, und der Verkäufer hat 20 Sekunden zugehört und meinte so, ja, ich weiß, was du meinst, bestelle ich dir. Und dann eine Woche später sind wir wieder hingetapert, mein Vater nimmt die Platte entgegen und guckt mich so an, so, scheiße, die habe ich. Das war Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Oh nein. Und dann hat er mir die Platte vermacht und sie ist bis heute einer meiner Lieblings-Classic-Rock-Platten überhaupt. Also Electric Light Orchestra ist manchmal ein bisschen cheesy, aber das ist eine mega Discovery heißt sie, glaube ich. Darum geht's ja auch. Mega geile Platte. Ich war ja auch beinharter Beatle-Maniac und das ist halt so ein bisschen Mischung aus Beatles und Boston, finde ich, und großartig. Wie gesagt, kenne ich auch, habe ich aber leider nicht. Aber immerhin eine schöne Geschichte. Und ich glaube, aufgrund solcher Geschichten hat man dann ja auch so eine Verbindung zu dem Medium, weil man da Geschichten dazu hat. Gut, die ist jetzt natürlich sehr karg. Dafür sind die anderen Geschichten gut, finde ich. Die von der Against Evil finde ich am schönsten. Die Unholy Grave, keine Ahnung, die werde ich mir irgendwo auf irgendeinem Festival oder irgendeiner Show gekauft haben, weil ich mir dachte, oh, Unholy Grave kenne ich noch nicht. Die haben ja nur 300 Singles draußen. Ja. Der kann ich deinen ewigen Appell ja auch immer nur unterstützen. Auf Konzerten bei den Bands direkt irgendwie was kaufen. Ich weiß am nächsten Tag manchmal auch nicht, was ich da auf einmal neben dem Bett liegen habe für ein T-Shirt oder eine Platte oder sowas. Warum? Oder irgendwelche Dinger, die ich nicht brauche. Was ich, Feuerzeuge. Ich habe zig Feuerzeuge, ich rauche nicht. Meine Gothic-Kerzenzeit ist seit 20 Jahren vorbei. Aber ich wollte einfach irgendwie die Band ein bisschen unterstützen und das kann man natürlich am besten machen, wenn es mal wieder Live-Konzerte gibt, indem man irgendwelchen Kleinscheiß kauft oder jetzt auch bestellt. Also heutzutage geht das ja alles easy. Macht das. Ich brauche neues Bier und wir sehen uns gleich wieder mit dem Fazit. Bis dann. Und hier sind wir schon wieder und wir machen Ping. Ach yeah. Wir haben Musik gehört. Mhm. Jede Menge, ne? Teilweise bis zu 10 Songs pro Band. Stimmt. Sollen wir auf die direkt zu sprechen kommen? Ja. Wo habe ich sie? Hier irgendwo. Da ist sie. Unholy Grave, Matt Thrashers. Und tatsächlich habe ich die Matt Thrashers. Thrashers. Matt Thrashers. Nicht Thrashers. Thrashers. Verdammt, das hätte uns auffallen müssen. Ja, eigentlich. Wir machen das jetzt alles nochmal von vorne. Ja, spult nochmal zurück. Aus Frankreich fand ich tatsächlich gut. Ja, also ich bin. Knallig. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin nicht so der Grind-Mensch, weil mir das manchmal zu hektisch ist und so. Aber da ist mehr Rock'n'Roll drin einfach. Ja, da war es. Also, es ist schön räudig, ist geil. Oh. Tatsächlich, dafür, dass es halt wirklich
kurze Songs sind natürlich auch gut gemacht. Also auf den Punkt und ja, macht tatsächlich Spaß. Also kommen sich sehr gut an. The Mad Thrashers, ja, und Unholy Grave sind eh für mich über jeden Zweifel erhaben. So, jetzt muss ich... Und tatsächlich auch ein bisschen schräg, was ich immer sehr schön finde. Jetzt muss ich Abbitte leisten, Himmel Bestormer, ich, ja... Keine Ahnung, ja. Ist es jetzt Post, ich, ja, jein, ja, Post, Black Metal, Death, Prog, da sind noch sehr viele Prog-Sachen drin, ja. Also ich muss jetzt zugeben, man kann sich sehr schnell verlieren, also ich habe jetzt nicht so intensiv zugehört, weil wir nebenher Scheiße gelabert haben. Nee, wir haben uns über die dreibeinigen Herrscher geredet. Oh nein, ich darf es nicht sagen, wir haben über die dreibeinigen Herrscher geredet. Sonst redet der die nächsten drei Stunden. Ganz ehrlich, die dreibeinigen Herrscher ist die beste Fernsehserie, die es jemals gegeben hat. Und darüber reden wir dann irgendwann mal auf meinem Kanal, weil sonst dauert das hier 3 Stunden, weil dreibeinige Herrscher, versteht ihr? Ja, wir sind. Nein, also wir haben halt geredet. Aber Männer sind ja grundsätzlich dreibeinige Herrscher. Oh, meine Damen und Herren, wir sind immer noch bei der Band Himmelsbestormer. Er weiß Bescheid, ich. Ja, ich weiß nicht Bescheid, weil ich habe es echt im Post-Black Metal verortet. Wenn also ich finde, das, was ich an Black Metaligen da gehört habe, wirkte so ein bisschen aufgesetzt. Für mich war es halt eher so, also es ist instrumental, haben wir festgestellt. Ja, du schaust. Und erinnerte mich jetzt an so Sachen da eher so aus dem Alternative Indie-Bereich, Prog-Rock, so Sachen wie Crippled Black Phoenix und so weiter. Oh, und das, was da so Black Metalig teilweise ist, so ein bisschen aufgesetzt war. Also es ist gar nicht nötig war, meiner Meinung nach. Also ist es nicht schlecht. Aber es ist halt wirklich so ein Hinsetzalbum. Ja, stimmt. Ne? Ja, also beim Bier trinken gut hören auch. Ja, oder Kopfhörer auf und wirklich die Gedanken fliegen laufen lassen. Also qualitativ sehr, sehr gut. Also toller Sound, auch eine schöne Atmosphäre und so. Aber jetzt nichts, wo ich sage, ja, das fetzt. Nee, also fetzen tut es nicht. Nee. Also gefetzt hat das. Ja. Das, ja. Also da will man wieder einfach Live-Konzert haben. Man will wieder zusammen mit Leuten Arm in Arm die Dose Bier in die Luft recken. Und Heavy Metal. Die Fist, wir brauchen die Fist. The Fist of India. Ja, aber wie sagt der Ernie immer so schön, ne? Krieger, Schwert, Pferd, gutes Album. Es ist alles drin. Es ist alles drin, ja. Sehr zu empfehlen. Da können wir auch direkt abschließen. So, ja, jetzt kommt natürlich hier, ne? The Walking Dead, schöne Serie, scheiß Verarsche hinten drauf, 8 Songs. Aber nette Songs, also, ne? Ja, das ist ja hier, dieses Vauxhall Broadcast. Schön bluesig teilweise, ja. So eine geile Stimmung. Ich mag sowas, also ist auch einfach geile Musik für einen Soundtrack. Ja. Könnte man sich aber auch teilweise so ein bisschen vorstellen, dass man in irgendeiner siffigen Bar sitzt mit Leuten und dann spielt so eine Band sowas im Hintergrund. Also, du hast echt einen Zug. Nice. Ja, ich habe mega einen Zug. Hier Festivals mit schwitzigen Leuten, versiffte Bar. Ich will einfach endlich wieder Axel Höhlen riechen. Ja, ich bin der Axel Höhlen-Forscher. Das wollen wir alle. Und als letztes haben wir noch. Aber ich glaube, da sind wir zwei hier nicht alleine, auch wenn wir alleine hier sitzen. Wir wollen das, glaube ich, alle wieder. Und ja, wir werden es hinkriegen. Wir werden es hinkriegen. Wir müssen. Und als letztes haben wir noch. Ansonsten vertrocknen unsere Rosetten. Die UNIP. Das hast du gesagt. Mhm. Ich weiß, ich habe nicht gehört. Ja, UNIP. Ich habe dazu gesagt, das ist sonntags morgens Aufwachmusik. Da läuft der Kaffee durch. Und dann, ja. Also ich bin halt morgens jemand, der eher so ein bisschen Arschtritt braucht. Es ist sehr ruhig, also sehr, sehr gechillte Musik. Kann man auch sehr gut auf Kopfhörer beim Spaziergang hören und so. Und dabei Wald. Ja, Wald, so ein bisschen so herbstliche Landschaft. Ja. Hatte ich da so vor Augen. Schöne Musik, aber halt sehr ruhig. Muss man in Stimmung finden. Ja, Stimmungsmusik. Aber nichtsdestotrotz. Stimmung! Schöne, ja, Stimmung. Oder beziehungsweise Stimmung. Ja, gut, wie gesagt, es tut mir immer noch leid, bei der Himmelsbestormer habe ich total falsch gelegen. Es ist Black Metalig, aber es ist auch postig und ist auch. Ja, es kommt davon, wenn man mehr als 20 Platten hat. Ja, ja, weil man sie ja auch nicht jeden Tag hört irgendwie. Das ist so eine Platte, die habe ich. Da, ja, scheinbar habe ich die echt immer nur im Hintergrund laufen gelassen, wenn ich Besuch habe. Und dann achtet man ähnlich. Das ist Angebermusik.
So, hört mal, ich hab eine Platte mit einem Berg drauf. Hui. Ja, und da habe ich ganz viele, da hinten sind noch viele Berge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Platten habt, wo ihr eigentlich gar keine Ahnung habt, was da drauf ist. Oder? Ich glaube, das hat jeder von uns, der ein paar Tonträger mehr hat, als es eigentlich nötig ist. Also mehr als 2000. Oder Platten, wo ein Berg drauf ist. Es gab ja früher mal das Intro-Magazin, war das, glaube ich, oder war es die Visions? Da gab es immer so eine Doppelseite, wo sie thematisch Albencover gesammelt haben. Und ganz ehrlich, das war noch vor der Zeit, als man wirklich alles per Internet recherchieren konnte. Ach, da ist ja auch noch eine Kamera. Ja, ja. Und ich fand das immer eine sehr bemerkenswerte Arbeit von dem Redakteur, der Redakteurin, die das gemacht hat. Einfach wirklich, da war dann so eine Collage aus 30, 40, 50 Alben aus allen Stilrichtungen. Da war dann irgendwie das Thema Hund oder sowas. War mega lustig. Also war immer ein sehr großer Spaß und ich habe mir immer gedacht, was für eine Scheißarbeit muss dahinter stecken. Ja, was steckt für eine Scheißarbeit dahinter? Wir suchen ein Albumcover, auf dem ein Mensch auf einem Auto steht und mit der Knarre auf andere zeigt. Nach rechts zeigt. Gibt es bestimmt auch mehrere von. Mit der Knarre nach rechts. Na, wenn das kein politisches Statement ist, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist bestimmt eins von Ted Nugent. NRA, NRA. Schönes Schlusswort. Naja, vielleicht für den einen oder anderen nicht. Ja, ich fand es ein schönes Schlusswort. Sage aber auch, zu viel Internet ist ungesund. Zu viel rumhängen mit niemals, Kollegen. Niemals. Und gute Musik hören. Niemals. Niemals. Und jetzt abschalten, ne? Ihr wisst ja. Abschalten. Ist geklaut von Löwenzahn, ich weiß. Abschalten.